Das Leben, unser Leben besteht aus menschlichem und nicht moralischem. Wie oft versucht die Moral, Menschen zu unterwerfen? Wie oft versucht Moral, die Menschen für sich in Anspruch zu nehmen? Das, was eben moralisiert wird, was geschrieben wird, was behauptet wird, was proklamiert wird, sogar in Gesetze gegossen wird oder in sogenannte Gesetze gegossen wird und dem Menschlichen übergestülpt wird. Aber das Leben besteht tatsächlich immer wieder nur aus dem Menschlichen. Und das Menschliche ist unvollkommen und insofern entzieht es sich der Moral. Es entzieht sich der Bewertung aus der Moral. Wir können noch so viel Moral und damit Idealisierung aufstellen und sagen, der ideale Mensch müsste so und so sein. Der ideale Mensch ist derjenige, der nicht einkauft. Der ideale Mensch ist der, der nur ökologisch ist. Oder der ideale Mensch ist der, der niemals lügt. Der ideale Mensch ist der, der niemals eine Verfehlung hat. Und all diese Geschichten, die man in eine Moral hineinpacken kann und die natürlich sehr einseitig sind. Es sind Ideale, an denen sich Menschen orientieren können und damit orientieren sie sich an der Moral, aber sie scheitern immer wieder an diesen Orientierungen. Und das Scheitern an sich ist nicht schlimm. Was das Schlimme am Scheitern ist oder was das Schlimme an der Unvollkommenheit ist, dass wir uns es als Menschen nicht verzeihen können, dass wir gescheitert sind, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir unvollkommen sind, dass wir nachlässig sind und so weiter und so weiter. All diese Geschichten, an denen wir uns stets messen und an denen wir immer wieder scheitern, weil wir uns an diesen moralischen Vorstellungen tatsächlich messen. Das ist so wie ein Alkoholiker. Ein Alkoholiker, der ein echtes Suchtproblem hat, der trinkt und trinkt und trinkt und es entstehen riesen Leitprobleme bei ihm selbst und bei anderen Menschen. Und dann hört er auf zu trinken und sagt sich, ab heute gibt es nichts mehr. Und dann hält er das eine Weile durch und dann kommt der Rückfall. Das gleiche bei einer Bulimikerin, bei Essgestörten, bei sonstigen Suchtkrankheiten, wenn man Suchtkrankheiten einfach so definiert, dass man sagt, jemand kommt von der Einseitigkeit nicht mehr runter. Das Problem, das dann oft entsteht, ist, dass man aufhört und dass man sich dann dafür verwerflich macht oder dass man sich dafür bestraft, dass man sich nicht mehr liebt, dass man sich nicht mehr mag, wenn man dann einen sogenannten Rückfall hat. Und genau das ist das Problem. Die Moral, wenn wir das als Beispiel nehmen, ich darf keinen Rückfall haben. Oder die Moral ist bei einem Problem, ich sollte keinen Rückfall haben. Es steht geschrieben, es wird aufgefasst, das Lehrbuch sagt, ich sollte keinen Rückfall haben. Aber die Realität ist, es passiert immer wieder ein Rückfall. Es kann immer wieder passieren, dass wir unvollkommen sind. Und die Sucht ist sicherlich etwas sehr Fulminantes in der Hinsicht, aber etwas doch sehr Typisches, was immer wieder passiert. Und wenn du dich dann selber der Moral unterwirfst, deine eigenen Moral unterwirfst und dir dann sagst, ja, ich sollte mich eigentlich lieben, ich hätte mich besser lieben sollen und jetzt habe ich wieder einen Rückfall gehabt und deswegen liebe ich mich nicht. Dann ist der nächste Rückfall und immer weiter und immer sofort weiter vorprogrammiert, weil du moralisierst oder weil du dich einer Fremdmoral unterwirfst, die dir das eigentlich befiehlt oder die dir das immer wieder sagt, oder in diesem Idealzustand, der Moral tatsächlich suggeriert. Moral ist nichts weiter als ein Mind-Konstrukt, als ein rationales Konstrukt, als ein intellektuelles Konstrukt, als ein Konstrukt in einer gewissen Logik oder in einer gewissen Auffassung oder in einer gewissen Konzeptionalität. Und daher ist Moral niemals das Leben. Weil das Leben ist einfach nur die Menschlichkeit einer Unvollkommenheit. Wenn wir als Menschen vollkommen wären, dann wären wir keine Menschen mehr. Dann wären wir erleuchtete, wie auch immer sie sich nennen, dann Wesen irgendwo, engelhaft oder sonst wie, oder Gott weiß was, was es vielleicht gibt, aber was wir als Menschen eben nicht sind. Und die Messung und die Messlatte an dem Moralischen ist immer wieder das Problem. Genau das ist es, was ich hier behaupte, die Messlatte an dem Moralischen ist immer wieder das Problem, warum wir tatsächlich im Leben scheitern. Ich muss ja nicht nur süchtig sein oder eben krankhaft sein oder gestört sein, sondern die Moral, der wir uns immer wieder sehr streng, mehr oder minder streng unterwerfen, ist tatsächlich das Problem. Und
Solange wir ein solches Ich-Ideal haben, wir nennen es ja in der tiefen Psychologie durchaus Ich-Ideal, also aus dem Über-Ich herauskommend, wenn man jetzt diesem Konzept folgt, der dieser Stufen über Ich, Ich und Es in der Art, dann ist das natürlich niemals etwas, was der Realität entspricht, sondern es ist eine Vorstellung davon, wie es sein sollte oder wie es besser wäre, dass es ist oder an dem wir uns orientieren. Und genau das Problem der Orientierung ist das Problem oder die Orientierung an dieser Moralauffassung ist das Problem. Wenn es als unmoralisch gilt, beim Essen zu furzen meinetwegen und es immer wieder reglementiert wird, ein ganz einfaches Beispiel in der Kindererziehung, oder bei Tisch macht man dies nicht und man macht jenes nicht und man hält still und man hält es aus und macht daraus ein Prinzip und sogar einen Lehrsatz, den das Kind über seinem Bett hat oder im Ranzen, Schulranzen trägt, dann ist das einfach ein Problem. Und dann wird das Kind früher oder später dadurch verbogen, je mehr man es der Moral tatsächlich unterwirft. Und dann wird es noch unflätiger werden und dann wird es noch schlimmer werden, und wird bei Tisch noch auffälliger sein und dreckig und Gott weiß das einfach. Weil wir immer wieder an Moralmaßstäben die Menschen messen und sie dadurch immer wieder auch scheitern. Statt es einfach mal durchzustehen und zu sagen, okay, jetzt wird hier bei Tisch sich richtig schlecht benommen und das ist eingesaut und all das und man macht einen Witz drüber, man lacht gemeinsam drüber, man macht eine eigene Performance daraus, aber keinen Anlass der Ewigkeit, wo sich das dann langzieht und weil eben eine Sanktionierung da ist oder die Moralisierung da ist, diejenigen, die es betrifft, immer auffälliger werden. Wie gesagt, der Süchtige ist ein gutes Beispiel dafür, das Kind in der Kindererziehung ist ein gutes Beispiel dafür, die Moralauffassung, welches Outfit ich am Arbeitsplatz zu tragen habe, also welcher Dresscode hier existiert und existent ist und zwar möglicherweise noch unausgesprochen und gehört dann einfach dazu, zu dem Geheimnis dieser seltsamen Firma, in der diese Menschen miteinander agieren, ist eine moralische Auffassung. Und wenn du dieser moralischen Auffassung widersprichst und ihr nicht entsprichst, deine eigene Art versuchst zu sein, du hast den Grund dafür, warum du so bist und dich der Moral nicht unterwirfst, dann bekommst du ein Problem. Und das ist natürlich unmenschlich. Es gibt viele Menschen, die sich dann der Moral unterwerfen und sagen, naja, ich folge dem Dresscode. Jetzt als anderes Beispiel, oder ich folge dieser Auffassung, ich folge der Auffassung, ich muss gute Noten haben, also unter einem Notendurchschnitt von 1,5 geht gar nichts. Ist ein anderes Beispiel nochmal dazu. Ist das einfach ein Problem, das dann existiert. Eine falsche Moral und ein vollkommen falscher und abwegiger Maßstab, an dem sich Menschen immer wieder orientieren. Wir könnten viele, viele, viele andere Beispiele von Moralisierung, egal in welcher Kultur, egal auf welchem Kontinent, nehmen. Menschen unterwerfen sich immer wieder der Moral oder die Moral wird proklamiert von irgendwelchen anderen Menschen, die die Macht haben und die Entscheidungsmacht haben, darüber zu bestimmen, was moralisch ist, also was angemessen für einen Mensch ist in seinem Verhalten, in seiner Art und was eben nicht. Und genau daran scheitern immer wieder Menschen. Und all das ist natürlich in dem Sinne unmenschlich. Das heißt, Moral, die proklamierte Moral an sich, in diesem, wie wir es hier ansprechen, ist etwas eigentlich Nichtmenschliches. Es ist unmenschlich. Und dadurch, dass sie in der Welt steht und dass sie einen Horizont bildet, eine Orientierung, eine Proklamierung hat, an dem man sich eigentlich orientieren sollte und damit eben unterwirft, bedeutet, dass es tatsächlich dann unmenschlich wird und vor allen Dingen Menschen immer wieder an diesen Moralforderungen scheitern müssen, weil sie nicht so sind. Und also das möchte ich nochmal wirklich betonen, das ist der entscheidende Dreh- und Angelpunkt an der ganzen Sache. Wir können dieses Ideal der Moral nicht erfüllen. Es ist vollkommen unerfüllbar. Es wäre einfacher, wir würden uns anders im Leben bewegen, ohne diese Moralkonzepte, die wir stets im Hintergrund haben.
oder die uns auferkoren werden. Und nicht umsonst ist ja Moral nicht auch gesetzt. Oder es ist, Moral ist nicht gleich Verfassung oder Moral ist nicht gleich Ethik. Es hat zwar damit zu tun, aber es ist es nicht und wird betont herausgelassen. Und Moralisieren ist in der Richtung immer wieder etwas sehr Negatives. Also Moral ist Konzept, ist Auffassung, ist damit Glaube und Bewertung. Also etwas Einseitiges, etwas nicht der Realität, unserer menschlichen Realität entsprechendes. Während die Menschlichkeit das Sein an sich darstellt, so wie ich bin, in meiner Vollkommenheit, in meiner bedingungslosen Geliebtheit und meiner bedingungslosen Liebe, die ich auch selber habe und empfinde, aber natürlich in einer Unvollkommenheit. Und Moral versucht, eine Vollkommenheit zu programmieren und dem Menschen seine Menschlichkeit letztendlich zu nehmen und geradezu auszuprügeln oder eben so darzustellen, dass man es nicht tut. Und dann werden diese Menschen aussätzig und dann werden sie auch so behandelt. Denk mal an so eine kleine Gemeinde irgendwo in Oberbayern oder Gott weiß was, möchte das den Oberbayern jetzt nicht unterstellen, aber es ist eine Tatsache, die man immer wieder belegen kann. Dann werden die wie Aussätzige behandelt und dann ist das einfach schlimm irgendwo in der Zone. Diese Moralisierung ist etwas Unerträgliches, die da sind. Und wir haben viele, viele Beispiele, die wir hier bringen könnten. Also die Unvollkommenheit des Menschlichen, der Umgang mit dem Unvollkommenen des Menschlichen im Sinne eines Ausgleichs. Das sollte ja das sein, was wir anstreben. Also eine Unvollkommenheit, die vielleicht immer wieder in der Einseitigkeit unvollkommen ist, die kann man natürlich ansprechen und damit umgehen und sie versuchen auszugleichen, aber nicht eben in einer moralisierenden Art. Das heißt, für uns als Menschen geht es ja letztendlich immer wieder um die Existenz, um unsere Lebendigkeit an sich, während auf der anderen Seite Moral verurteilt und versucht zu reglementieren und versucht damit zu unterwerfen und stellt einen großen Machtanspruch dar. Menschlichkeit ist Güte, ist Ausgleich, ist Vergeben. Und eben dadurch zu sagen, okay, es ist so passiert, das ist okay. Du hast jetzt, wenn wir wieder auf das Beispiel zurückkommen, des Alkoholikers, es ist so passiert, okay, du kannst wieder anfangen. Du musst nicht dich dafür verurteilen und sagen, ich muss mich doch selber lieben. Wie oft erlebe ich das zum Beispiel bei Essgestörten Menschen, dass sie dann reingeprügelt bekommen von einer moralisierten Psychotherapie, du musst dich mehr selbst lieben, dein inneres Kind nähern und diesen ganzen Schotter, den man da über die Leute stülpt und sie scheitern und scheitern immer mehr und denken so, ich habe keine Selbstliebe. Dann ist das, was sie dann proklamiert haben, letztendlich das Resultat einer falschen Moral, wo sie sagen, ich habe keine Selbstliebe, ich kann sie nicht haben, nicht empfinden. Und sie werden immer wieder in dieser Schleife gehalten. Das ist ein Anspruch, den man nicht, der einfach nicht funktioniert. Nicht? Und das ist auch diese Standardisierung. Und Standardisierung ist vielleicht auch ein Teil einer Moral, die wir haben. Alle Menschen sollten Standards haben oder Grundlagen haben, die sie alle miteinander erfüllen. Ist möglicherweise auch sehr schnell überfordert und falsch. Moral hat Prinzipien. Und Prinzipien als auch durchaus wohlgemeinte Richtlinien unseres Lebens sind einfach problematisch, weil ich immer wieder an Prinzipien scheitern werde, einfach aufgrund dessen, weil es als Prinzip proklamiert ist. Also ein Idealzustand, an dem die Realität unseres Lebens tatsächlich scheitert. Also Moral hat Erklärtes. Erklärtes ist Entworfenes, ist eben Theorie. Ist, so könnte es sein, ist Glaube, ist das, was von manchen Kanzeln gepredigt wird und so weiter. Und zwar egal von welchen Kanzeln oder von welchen Thronen in irgendwelchen Religionen. Das bedeutet, Moral widerstrebt der Eigenheit des Lebens. Sie widerstrebt der Eigenheit des Lebens. Das Leben ist tatsächlich holprig. Es hat, wenn du dir jetzt menschliche Organe anguckst, wir haben eine Anatomie, wo wir sagen, also wir haben zwei Nieren und wir haben ein Herz und es liegt da und da und wir haben die Lungen und die Lungenflügel. Wenn du aber genau hinguckst, bei jedem Individuum, in jedem Scan, von mir aus in jeder Sektion, die man dann machen kann, von den Organen wirst du sehen, jedes Organ ist bei jedem Menschen sehr unterschiedlich. Es hat zwar die gleichen
Die gleichen Aufgaben, das ist ganz klar in dem Stoffwechsel, aber es ist immer wieder anders gelagert. Es ist anders auch in einer gewissen Struktur und so weiter. Und wenn wir einen Menschen dieser anatomischen Moral jetzt, was jetzt weit abgehoben ist, unterwerfen würden, dann ist das nicht mehr stimmig. Jeder ist tatsächlich sehr individuell. Und Menschlichkeit auf der anderen Seite ist Respekt. Und insofern ist natürlich, wenn wir das zum Abschluss sagen, eine Liebe, aus der wir ja sind und die ständig passiert und in der wir uns bewegen, nicht moralisierbar. Ich kann sie eben nicht festhalten und proklamieren und deklarieren und sagen, diese Liebe ist gut und jene Liebe ist nicht gut, das ist verwerflich und das geht. Und dann sind wir sehr schnell an dem Ding dran, was darf ich als Mensch und was darf ich eben als Mensch nicht. Reine Moralisierung in der Hinsicht. Um es nochmal zum Abschluss zu sagen, unser Leben, unser menschliches Leben besteht aus Menschlichem und nicht aus Moralischem, wer auch immer diese Moral entwirft oder als Prinzip dargestellt hat.